Hüftendoprothese ist eigentlich immer dann notwendig, wenn aufgrund zum Beispiel einer degenerativen Gelenkerkrankung, einer Arthrose, das Gelenk so stark geschädigt ist, dass der Patient eben sehr starke Beschwerden hat. Man muss da immer den Leidensdruck des Patienten berücksichtigen und betrachten. In der Regel haben die Patienten, und das muss auch so sein, schon vorher viele nicht operative Behandlungsmaßnahmen durchgeführt. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, wo sie sagen, das hilft alles nicht mehr, meine Lebensqualität ist jetzt so schlecht, da muss mehr passieren. Und das ist so ein Zeitpunkt, wo man dann tatsächlich über ein Kunstgelenk, also ein künstliches Hüftgelenk, nachdenken sollte. Erstmal muss man dazu sagen, dass es nicht eine Hüftendoprothese gibt, die sozusagen für alle passt, sondern es gibt verschiedene Variationen, verschiedene Konzepte, und man muss das eben immer sehr individuell mit dem Patienten gemeinsam entscheiden, welches Prothesenmodell oder welcher Prothesentyp für ihn am besten geeignet ist. Wir haben verschiedene Möglichkeiten der Befestigung der Prothese im Knochen. Es gibt die zementierte Version oder die zementfreie Version. Da spielt die Qualität des Knochens und auch das Alter eine gewisse Rolle. Es gibt verschiedene Materialien, die wir einsetzen können, also zum Beispiel Keramiken, die besonders verschleißbeständig sind. Und natürlich auch die Berücksichtigung der funktionell extrem wichtigen Weichteile, also Sehnen, Muskel. Das sind Dinge, die sehr in den Fokus gerückt sind. Das heißt, wir versuchen heute besonders weichteilschonend zu operieren, damit der Patient eben nach der Operation wenig Schmerzen hat und schnell wieder auf die Beine kommt und auch eine gute Gelenkfunktion wiedererlangt. Heute versuchen wir, die Patienten möglichst schnell wieder auf die Beine zu stellen. Sie können im Prinzip am Tag der OP schon aufstehen und dürfen auch ihr Gelenk sofort voll belasten und werden dann eben zügig alltagstauglich gemacht. Man übt Treppensteigen, solche Dinge. Man kann nach einigen Tagen Krankenhausaufenthalt gegebenenfalls sogar schon nach Hause entlassen werden für eine ambulante Rehabilitation, oder man geht in eine Reha-Klinik für, sagen wir mal, weitere 3 Wochen und wird von dort dann nach Hause entlassen. Und im weiteren Verlauf ist es durchaus möglich, wieder Sportarten auszuüben. Es gibt günstige Sportarten und weniger günstige. Viele Patienten wollen Golf spielen, wollen wandern, wollen Fahrrad fahren, vielleicht sogar Tennis spielen. Das ist unter bestimmten Umständen durchaus möglich, insbesondere wenn der Patient diese Sportart auch vorher schon auf einem entsprechenden Niveau ausgeführt hat.